Ich würde sagen, bitte fühlen Sie sich hier ganz wie zu Hause. Wenn Sie die Musik stört, dann lasse ich selbstverständlich sofort abstellen. Also, Signor Rashid, wenn man Sie so reden hört, könnte man denken, Ihnen gehört das Hotel oder die ganze Welt. Nun ja, Sie wissen, heutzutage kann man so ziemlich alles auf der Welt für Geld haben. Ich empfinde diesen Zustand fast wie eine Demütigung. Campari. Sehr gern. Für mich einen Scotch. Einen doppelten, bitte, ohne Eis. Bitte sehr. Sag mal, Lady, hast du jetzt bessere Laune gekriegt? In der letzten halben Stunde hast du nur einmal den Mund aufgemacht, und zwar zum Gehen. Entschuldige, Jane, aber ich habe heute meinen schlechten Tag. Kommst du noch mal mit ins Wasser? Na, aber sicher. Ich zieh mich nur schnell um. Beeil dich, ja? Mhm. Ist es nicht furchtbar langweilig, mit einem Intellektuellen verlobt zu sein? Intellektuelle sind für mich wie Höhlenmenschen. Haben Sie etwa auch eine Schwäche für diese Leutchen? Na, hören Sie, Eddie ist doch ein reizender Junge. Wenn Sie mich allerdings persönlich fragen, ich bevorzuge Herren im besseren Alter, die schon etwas reifer sind. Na, großartig, das dürfte genau auf mich zutreffen. Also, Signor Rashid, ich verbiete Ihnen, mit meiner Freundin Pamela zu flirten. Sie ist nämlich mit der Wissenschaft verheiratet. Aha. Na, dann würde ich doch sagen, trinken wir auf die Wissenschaft. Haben Sie zufällig noch die vorletzte Nummer vom Spiegel da? Ich möchte mal was nachsehen. Bitte sehr. Ich bringe Sie gleich wieder zurück. Dankeschön, war doch nicht die Nummer, die ich suche. Tut mir leid. Ich hätte gern die vorletzte Nummer vom Spiegel, falls es möglich ist. Sicher, sehr gern. Hier ist er. Großartig. Das stimmt so. Danke vielmals. Air Force gibt den Abflug ihres Fluges 308 nach... Im Innenhof des Palazzo Beit Edine.
Also, wie ist denn das? Soll ich warten? Nein, nein, bringen Sie den Koffer ins Hotel Phoenicia. Sagen Sie von Smith. Ja, mache ich. Will er nicht mehr? Nein, er wolle nicht anspringen. Wollen wir mal sehen, vielleicht springt er bei mir. Das war alles gewesen? Ja, mehr war nicht. Sekunde. Lassen Sie mich fahren. Meinetwegen. Es hat uns gerade noch gefehlt, dass sie uns einen vom Geheimdienst auf den Hals setzen. Sicher doch wieder so ein aufgeblasener Kerl, der sich einbildet, das Pulver erfunden zu haben. Wissen Sie, was ich an Ihrer Stelle machen würde, Inspektor? Ich würde dem jungen Springer mal zeigen, was eine Harke ist. Hören Sie mal, das ist ein Spezialagentbuch. Der ist befugt, uns Weisungen zu erteilen. Also, meine Herren, dann machen wir mal keine großen Umstände. Ich bin Michael Drum. Herzlich willkommen in Beirut, Michael. Ich bin Quaid. Polizeiinspektor an der Botschaft Ihrer Majestät, der Königin von England. Dieser Herr hier ist... Henry Brooke. Sergeant, 39 Jahre alt, nicht verheiratet. Hervorragender Pistolenschütze, wegen besonderer Verdienste zur Beförderung vorgeschlagen. Und dann würde ich doch sagen, gehen wir mal, sonst wird das Essen kalt. Sieh dich mal auf dem Korridor um. Mhm. Haben Sie Ihren Smoking mitgebracht? Ja, wieso?
Sie müssen ihn sofort anziehen. Um Punkt 9 werden Sie in der Villa von Professor Freeman zum Abendessen erwartet. Das wäre also in einer knappen Stunde. Na, ob ich das noch so lange aushalte, weiß ich nicht. Ich habe nämlich einen riesen Kohldampf. Ihm selbst habe ich gesagt, wer Sie sind. Für die anderen sind Sie der Sohn eines Jugendfreundes. Das ist doch nichts Schlimmes. Ich war übrigens dabei, als das passiert ist. Ich saß am Swimmingpool. Freemans Tochter sprang ins Wasser und tauchte mit einem Dolch in der Brust wieder auf. Dass Freemans Tochter ermordet worden ist, das habe ich schon gestern in Tokio erfahren. Aber kein Mensch war in der Lage, mir zu sagen, wie das nun eigentlich passiert ist. Hätte mich sonst schon seelisch darauf vorbereiten können. Natürlich. Das Dumme ist nur, dass wir Ihnen auch nichts Genaues sagen können. Zig Leute sind heute Nacht verhört worden. Leider ist dabei aber auch nicht das Geringste rausgekommen. Ich sage mir so schön, wenn einer ermordet worden ist, muss es auch einen Mörder geben. Das ist ja äußerst scharfsinnig. Wir haben schon gedacht, vielleicht hat jemand mit einem Messer nach ihr geworfen. Und zwar in dem Augenblick, als er an die Oberfläche gekommen ist. Das wäre doch zumindest eine Möglichkeit. Das wäre es durchaus. Warum ist Freeman eigentlich in Beirut? Es wird Ihnen bekannt sein, dass er einer der erfolgreichsten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Krebsforschung ist. Offenbar steht er kurz vor dem Abschluss einer sensationellen Entwicklung. Ich glaube, es geht um eine Heilmethode, die diese furchtbare Krankheit für immer besiegt. Und nun kommt was Erstaunliches. Professor Freeman hat schon in England eine Menge anonyme Drohbriefe gekriegt. In all diesen Briefen wurde ihm der Tod seiner Tochter angedroht. Und zwar für den Fall, wenn er nicht sofort seine wissenschaftliche Arbeit aufgeben würde. Das ist allerdings seltsam. Ich kann mir keinen Vers drauf machen. Und aus diesem Grunde ist er also aus England weggegangen, um hier in Beirut unterzutauchen? Genauso ist es. Aber diese Drohbriefe haben ihn bis hierher verfolgt. Freeman hat sich natürlich nicht in seiner Arbeit beirren lassen. Die Ermordung seiner Tochter war die Antwort darauf. Haben Sie sich eigentlich nicht gefragt, warum ich hier bin? Natürlich habe ich mich das gefragt. Es ist ja an sich nicht üblich, in einem solchen Fall jemand vom Secret Service zu schicken. Da macht man sich doch schließlich Gedanken. Ich bin befugt, mit Ihnen darüber zu sprechen. Nur drei Leute kennen die Hintergründe dieser Geschichte. Die natürlich auf den ersten Blick völlig unverständlich ist. Sagen Sie mal, was suchen Sie eigentlich? Das hier. Verehrte Hörer, damit ist unsere Übertragung beendet. Hallo? Blöde Sache. Dabei habe ich das Zimmer doch erst gestern Nachmittag bestellt. Genau gesagt, was Brug. Man bestellt ja auch Hotelzimmer nie einen Tag vorher. Dann haben die Leute doch genügend Zeit, Abhöranlagen einzubauen. Jetzt werden Sie mich noch verdächtigen. So weit wird es wohl noch kommen. Oh, nun seien Sie mal nicht gleich beleidigt, lieber Craig. Der liebe Onkel Mike wollte Ihnen doch nur einen guten Tipp fürs nächste Mal geben. Ach, herrje, das Abendessen wird kalt. Gehen Sie lieber erst ein paar Minuten nach mir weg. Man sollte uns nicht zusammensehen. Möchten Sie ein Taxi? Ja. Taxi! Wohin bitte? Zum Casino? Nein, nicht zum Casino. Dann nicht. Hier kannst du nicht stehen bleiben. Setz ein Stück zurück. Corniche Süd, Nummer 114. Oh!
Ich wäre Ihnen dankbar, Pamela, wenn Sie sich um unsere Gäste kümmern würden. Durch den schweren Verlust, den ich erlitten habe, bin ich im Augenblick sicher kein guter Gesellschafter. Ich hoffe sehr, dass Sie Verständnis dafür haben. Davon können Sie überzeugt sein, verehrter Professor. Darf ich bitten, ich möchte mit Ihnen sprechen. Entschuldigen Sie mich bitte. Professor, Sie haben doch sicher vom Tod des russischen Physikers Galinow gehört. Natürlich. Vom Tod des amerikanischen Wissenschaftlers Clarkson ebenfalls. Natürlich weiß ich davon. Hm. Wissen Sie denn auch, wie Sie umgekommen sind? Tja, soweit ich orientiert bin, war es eine ganz natürliche Todesursache. Sie sind ermordet worden. Beide Fälle haben erstaunliche Parallelen zum Tod Ihrer Tochter. Und ich finde, dieser Spur müssten wir nachgehen. Leider wissen wir noch sehr wenig über Galinow. Nur so viel, dass er in Wien umgebracht worden ist, während eines Kongresses. Aber von Clarkson wissen wir, dass er ebenso wie Sie Drohbriefe bekommen hat. Man wollte ihn zwingen, seine Forschungsarbeiten zur Entwicklung eines sensationellen Düngemittels einzustellen, mit dem man die Ernten um das Fünffache steigern und auch Wüstengebiete fruchtbar machen kann. Was wollen Sie damit sagen? Wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, dann müsste es also Ihrer Ansicht nach jemand geben, der ein Interesse daran hat, den Fortschritt der Menschheit aufzuhalten. Der also die Bemühungen der Wissenschaftler zunichte machen will, die Feinde der Menschheit, Krankheit, Hunger und Kriege endgültig zu besiegen. Ja, das wollte ich damit sagen. Aber ich kann mir niemand vorstellen, der ein Verbrechen begeht, dessen Infamie Selbstzweck ist. Was war denn da eben? Das hier war eben. Professor Freeman, Ihr Tod wird die anderen gehorsam lehren. Sie haben meine Tochter umgebracht und Sie werden versuchen, mich umzubringen, aber ich werde meine Arbeit nicht aufgeben, niemals. Professor, was war denn das für ein Krach hier unten? Der Wind hat das Fenster zugeschlagen, die Scheibe ist kaputt gegangen. Sagen Sie, wo ist denn Rashid? Rashid ist gerade eben weggegangen, er hatte wohl eine wichtige Verabredung, er lässt sich entschuldigen. Sie brauchen sich wirklich nicht zu beunruhigen, es ist nichts passiert. Wir würden es Ihnen sagen, Sie können ruhig schlafen gehen. Gute Nacht, Professor. Gute Nacht. Eins interessiert mich mal. Wer ist eigentlich dieser Rashid? Rashid, ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Zunächst mal ist er ein sehr reicher Mann. Er besitzt verschiedene Ölfelder und Diamantminen. Ich habe ihn schon gekannt, ehe ich mich nach Beirut abgesetzt habe. Er ist sehr gebildet, charakterlich absolut einwandfrei, außerdem ein Mensch voller Ideale. Geben Sie mir bitte Inspektor Craig. Und über Edward, was können Sie mir da sagen? Er war mit meiner Tochter seit 2 Monaten verlobt. Ich glaube, sie mochten sich sehr. Er ist ein unkomplizierter, anständiger Junge. Vielleicht ein bisschen nervös, ein bisschen unruhig. Nun ja, eben wie fast alle jungen Leute heutzutage. Craig, hier ist Michael. Ja, ja, hier hat sich was getan. Nein, nein, nichts Ernstes. Ich würde sagen, eine Warnung. Nein, Sie brauchen nicht herzukommen. Ist nicht nötig. Ich bleibe heute Nacht hier. Können Sie mir ein paar Männer herschicken? Ist mir egal, ein paar von Ihren Leuten. Hm, also dann bis morgen. Wer ist eigentlich Ihre Sekretärin, Pamela Carter? Das ist eine treue Seele. Mit Pamela arbeite ich schon seit vielen Jahren zusammen. Heute Abend beim Essen, da hast du dich sehr unvorsichtig benommen. Du hast die liebe Jane aber auch nicht ein einziges Mal erwähnt. Dass sie tot ist, schien dir überhaupt nichts auszumachen. Hör auf, ja? Na, immerhin warst du mit ihr verlobt. Ich glaube, ich brauche dir nicht zu erzählen, wie gleichgültig sie mir immer gewesen ist. Das weißt du doch wohl. Hör mir jetzt mal zu. Glaubst du, ich habe nicht gesehen, wie du den ganzen Abend Rashid angestarrt hast? Was soll das? Willst du mir das mal sagen? Red gefälligst nicht so ein dummes Zeug. Rashid ist ein freundlicher, sympathischer Mensch, weiter nichts. Bitte entschuldige, Pamela. Aber es macht mich ganz verrückt, wenn ich mir vorstelle, dass du dich in einen anderen verlieben würdest. Was wollen die denn hier? Woher soll ich das wissen? Aber es ist besser, wenn du jetzt gehst. Du hier lang. Ihr beiden über die Treppe. Seht euch vor allem im Park um. Alim, du bleibst hier.
Mr. Drum. Wir haben einen Mann gefasst, der hier eben über die Mauer verschwinden wollte. Bringen Sie ihn rauf. Er kann nicht gehen. Beim Runterspringen hat er sich ein Bein gebrochen. Sie können ja hier unten mit ihm sprechen. Wo ist er denn? Da hinten. Kennen Sie die Männer? Aber sicher. Sie wollten mich eben umbringen. Ganz unmöglich. Das sind zwei von meinen Leuten. Rufen Sie Ihren Chef, Mr. Fuad, und Inspektor Craig von der englischen Botschaft an. Bringt ihn weg. Aber schnell. Das Spielchen der beiden Polizisten ist völlig klar. Sie haben mich unter einem Vorwand rausgelockt und damit dem Mörder Zeit gegeben, Freeman umzubringen. Durchaus möglich. Aber überzeugt bin ich noch nicht davon. Ich habe die beiden gut gekannt. Das waren zwei Männer, für die ich jederzeit meine Hand ins Feuer gelegt hätte. Daraus könnte man schließen, dass wir es hier mit einer Organisation zu tun haben, die so stark ist, dass sie nicht davor zurückscheut, selbst die Polizei unter Druck zu setzen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und je länger ich darüber nachdenke, desto unwahrscheinlicher wird es. Und ich sage das bestimmt nicht, weil ich auch der Polizei angehöre. Sondern nur deshalb, weil ich von der Anständigkeit dieser beiden Männer überzeugt bin. Vielleicht sind sie gar nicht bestochen worden. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Woran denken Sie da? Der Bursche, der mich angegriffen hat, der schien unter der Wirkung irgendeiner Droge zu stehen. Mr. Drum, Mr. Edward möchte mit Ihnen sprechen. Wo ist er denn? In seinem Zimmer. Danke, ich komme gleich. Danke sehr. Den Jungen sollen wir uns hier mal gemeinsam ansehen. Ich hole ihn. Als Sie Pamela und Edward verhört haben, ist mir etwas recht spanisch vorgekommen. Die beiden haben behauptet, dass sie in der fraglichen Nacht zusammen gewesen sind. Aber ich kann mir nicht helfen, ich glaube, sie lügen. Ich habe sie nämlich während des Essens beobachtet und ich bin ganz sicher, da ist etwas zwischen Pamela und Rashid. Und der liebe Edward ist eifersüchtig. Aber er war doch mit Freemans Tochter seit einigen Monaten verlobt. Na, hören Sie mal, das will doch nichts heißen. Übrigens hatte ich nicht den Eindruck, dass der Tod seiner Verlobten unseren jungen Freund so sonderlich aus der Fassung gebracht hat. Inspektor! Inspektor! Kommen Sie mal, ja? Bisher war das mein Zimmer, Verehrteste. Sie müssen sich da wohl in der Tür geirrt haben. Ich könnte mich auch absichtlich geirrt haben. Ist es Ihnen denn noch nie passiert, dass ein Mädchen in Ihr Zimmer gekommen ist? Das ist schon vorgekommen. Es gibt für eine Frau zwei Gründe, sich im Zimmer eines Mannes überraschen zu lassen. Der erste wäre, weil sie einen Skandal haben möchte. Also mir würde der zweite besser gefallen. Nun erzähl dem Onkel mal, wer dich hergeschickt hat. Robert!
Dankeschön. Bitte haben Sie eine Chinesin in einem rosa Kleid weggehen sehen? Miss Francis? Ich weiß den Namen der Dame nicht. Wenn es sich um Miss Francis handelt, sie ist nicht weggegangen. Also, ja, sie müsste in ihrem Zimmer sein, 1108. Bitte verbinden Sie mich mit der englischen Botschaft. Geben Sie mir Inspektor Craig. Wo ist er? Ach, im Casino. Danke sehr. Das ist das Blau für Monsieur 6500. Bitte sehr. Du bist ja wirklich ein Glückspilz. Du weißt ja, alles im Leben ist relativ, liebe Pamela. Das hier im Grunde ist doch nur ein Bruchteil von dem, was ich sonst in einer Stunde verdiene. Übrigens, ich sage immer, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Was uns beide betrifft, habe ich es bewiesen. Rien ne va plus. Douze échevaux, bitte für mich. Douze échevaux pour monsieur. Bitte keine Einsätze mehr. Rien ne va plus. 32, noir per épasse. Das ist ja unwahrscheinlich. Darf ich mich ein bisschen zu Ihnen setzen? Gern. Also ich finde, Spielen ist für mich immer die beste Entspannung nach aufregenden und tragischen Ereignissen. Eine annehmbare Theorie, durchaus, aber nur, wenn das Spiel nicht zu gewagt ist. Ist es nicht so? Sicher, so ist es. Ich hoffe, Sie hatten keine Unannehmlichkeit mit der Polizei. Wieso? Sie haben sich doch auch ziemlich schnell und ungeschoren aus der Affäre gezogen. Sie wissen gar nicht, wie recht Sie haben. Im Übrigen sind wir doch wohl alle vollkommen unverdächtig. Warum hätte man also gerade uns aufs Korn nehmen sollen? Ich zum Beispiel habe ein reines Gewissen. 14, noir, Alperima. Ja, dann wünsche ich noch eine glückliche Hand. In diesem Sinne. Messieurs, Dames, faites votre jeu. 6 erreurs pour madame. S'il vous plaît. Zero, bitte. Zero. Ich bitte, das Spiel zu machen. Ein Whisky, ein bitte ohne Eis. Also, Craig, es geht um Folgendes. In meinem Zimmer liegt eine Leiche, die muss unbedingt verschwinden. Und wenn Sie schon mal da sind, gehen Sie auch ins Zimmer 1108. Und warum? Weil da noch eine Leiche liegt. Machen Sie keine Scherze mit mir. Das sind durchaus keine Scherze. Das ist eine schöne Bescherung. Wie ist das bloß passiert? Das klassische Spielchen. Das Mädchen versucht, einen zu verführen und der Mörder wartet schon im Zimmer nebenan. Was war denn nun im Zimmer 1108? Also damit habe ich nichts zu tun. Hoffentlich merkt es der gute Fuhrt nicht, bevor Sie von hier... Bevor ich was? Das werde ich Ihnen sagen. In der Botschaft liegt eine Nachricht vor, die Sie sofort nach London zurückruft. Sie sollen gleich morgen früh die erste Maschine nehmen. Sehr schön. Während ich nicht hier bin, behalten Sie Pamela und Rashid im Auge. Gibt es sonst noch was Neues? Die Autopsie bei Edward. Er hat sich gar nicht erhängt. Er ist durch einen Genickschuss erledigt worden. Erst dann hat man Erhängen vorgetäuscht. Das muss aber ein Könner gemacht haben. Der Kerl hatte höchstens 1 bis 1,5 Minuten Zeit dazu. Toll. Auf Ihr Wohl. Auf das Ihre. BEA, British European Airways, geben den Abflug ihres Fluges 102 nach London bekannt. Alle Passagiere werden gebeten, sich zum Ausgang Nummer 4 zu begeben. Bitte stellen Sie das Rauchen ein. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Es tut mir sehr leid, aber Sie haben keine Ausreisegenehmigung. Und warum nicht?
Weil hier in Beirut einige Leichen auf Ihr Konto kommen. Das werden Sie doch wohl als ausreichenden Grund anerkennen. Ich habe gedacht, das haben Sie inzwischen aufgeklärt. Die beiden Polizeibeamten in Freemans Garten, ebenso wie dieser Mann im Palazzo B. der Diener, haben versucht, mich umzubringen. Ich habe in Notwehr gehandelt. Davon ist ja auch überhaupt keine Rede. Ich meine den Mann, der ermordet in Ihrem Zimmer im Hotel Phoenicia gelegen hat. Von dem Chinesenmädchen, das wir auch gefunden haben, ganz zu schweigen. Mr. Drum, es tut mir leid, aber ich muss Sie verhaften. Also bitte kommen Sie mit. Festhalten den Mann! Natürlich. Als Chef des Geheimdienstes werde ich in die Sache auf alle Fälle eingreifen müssen. Bitte seien Sie unbesorgt. Ich werde es dem Premierminister vortragen. Auf Wiedersehen. Ich habe schon gedacht, Sie kommen gar nicht mehr. Ich bedauere es, Sir, aber ich hatte noch einige Schwierigkeiten zu überwinden. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, kommen Sie, machen Sie sich bequem. Haben Sie heute schon mal in die Zeitung reingeguckt? Ich habe noch keine Zeit dazu gehabt. Aber Sie werden doch sicher schon mal von einem gewissen Oland Bergson gehört haben. Ja, das ist doch der bekannte Schriftsteller. Er arbeitet doch auch als Wirtschaftsexperte. Jawohl, genau den meine ich. Er ist mit knapper Not und Mühe einem Anschlag entgangen, als er nach Oslo fliegen wollte, um den Friedensnobelpreis entgegenzunehmen. Und zwar passierte Folgendes. Kurz bevor er einsteigen wollte, ist sein Flugzeug am Boden explodiert. In den Trümmern seiner Maschine hat man die Überreste einer Bombe mit Zeitzünder gefunden. Das bestätigt wieder mal die Theorie, die Sie in allen Ihren Berichten vertreten haben. Ganz offensichtlich haben wir es doch mit einer weltweiten Organisation von Verbrechern und Wahnsinnigen zu tun, die der Menschheit den Krieg erklärt hat und ihre besten Elemente vernichten will. Ich glaube, genügend Beweise dürften wir ja jetzt wohl haben. Wo ist denn Bergson jetzt? In seiner Villa in Bromfield. Das ist etwa 60 Kilometer von London weg. Er scheint ein außergewöhnlicher Dickkopf zu sein, denn er hat sich geweigert, sich hier in London unter unseren Schutz zu stellen. Selbstverständlich wird seine Villa in Bromfield von Polizeibeamten bewacht. Also, ich habe mit ihm geredet wie mit einem lahmen Schimmel, aber er ließ sich nicht davon abbringen, morgen doch noch nach Oslo zu fliegen. Und da werde ich natürlich mitfliegen müssen. So ist es, mein Freund. Der Wagen wartet schon unten, der Sie nach Bromfield zu Bergson bringen wird. Tja, und über meinen Urlaub wird überhaupt nicht mehr gesprochen. Vielleicht sollten Sie sich da mal an die Gewerkschaften wenden. Aber schnallen auch Sie den Riemen ein bisschen enger, das Pfund ist wieder gefallen. Mr. Bergson, meine Zeitung hätte gerne Ihre Meinung darüber gehört, wie die wirtschaftlichen Probleme der jungen afrikanischen Staaten zu lösen sind. Tja, wissen Sie, das ist ein außergewöhnlich schwieriges Problem und es gibt für meinen Begriff keine einheitliche, auf alle afrikanischen Länder anwendbare Patentlösung. Viele Länder befinden sich noch in einem, ich möchte mal sagen, in einem Stadium der Rückständigkeit, während andere wieder schon konkrete Möglichkeit erkennen lassen, in relativ kurzer Zeit einen so hohen Grad der Entwicklung zu erreichen, dass sie sich ohne Frage ebenbürtig an die Seite der meisten europäischen Länder stellen lassen werden. Mit anderen Worten, was soll ich damit das zum Ausdruck bringen? Was machen Sie denn da? Lassen Sie das bitte hier stehen! Das ist eine Ungehörigkeit! Was fällt Ihnen denn ein? Also wollen Sie jetzt endlich reden. Giancarlo. In 20 Sekunden wäre alles vorbei gewesen. Daran besteht kein Zweifel. Die Burschen haben aber auch wirklich an alles gedacht. Machen Sie mal bei ihr eine Blutuntersuchung. Können Sie schon was sagen, Herr Chefarzt? Die Patientin scheint unter dem Einfluss von Rauschgift zu stehen. Wird sich ein Gegenmittel finden lassen? Ich will es hoffen. Das wäre der einzige Weg für uns, von der Frau was zu erfahren. Also die Blutuntersuchung hat zu einem außergewöhnlich überraschenden Ergebnis geführt. Wir haben nämlich im Blut der Patientin eine bisher völlig unbekannte Substanz gefunden. Offenbar scheint sie in ihrer Wirkung dem Heroin verwandt zu sein, aber in einem bedeutend stärkeren Maße. Die psychiatrische neurologische Untersuchung hat auch zu einem überraschenden Ergebnis geführt. Die im Blut nachgewiesene Substanz, über die wir eben sprachen, scheint ohne Zweifel eine starke Lähmung der Willenskraft zu bewirken.
Die motorischen Zentren im Nervensystem reagieren auf Befehle, die auf unerklärliche Weise dorthin gelangen. Äußerlich scheint der Mensch ganz normal zu sein. Aber sein Wille wird von dem eines anderen beherrscht. So stellt es sich jedenfalls im Augenblick dar. Verzeihung, wenn ich Sie unterbreche. Aber ich glaube, wir haben ein Gegengift gefunden. Ich wäre dann soweit, Mr. Dahm. Können wir es hier gleich injizieren? Natürlich. Und wie soll dieses Zeug wirken? Es hebt die Wirkung der Droge auf und der Patient reagiert wieder normal. Schön, ich werde mal gleich kommen. Ach, Brooke. Wie geht's denn so? Oh, kann im Augenblick nicht klagen. Und Craig? Er ist in Beirut. Ich soll nicht vergessen, Sie von ihm zu grüßen. Ich hoffe, ihn bald mal wiederzusehen. Was machen Sie denn hier? Na, ich hab doch Urlaub. Nach 4 Jahren in der Botschaft da unten, da wird's ja langsam Zeit, nicht? Ja, haben Sie es verdient. Machen Sie es gut. Sie auch, ja. Harris! Harris! Das ist ja ganz unmöglich, er muss doch da sein. Das Unglaubliche daran ist für mich, dass diese beiden Morde ausgerechnet hier verübt werden konnten, unter den Augen des Geheimdienstes. Das ist doch eine schwere Schlappe. Was die Zeitungen daraus machen werden, können Sie sich ja wohl vorstellen. Wie stehen wir da? Eins ist mir klar, wir haben es hier mit einer Organisation zu tun, die einen ausgezeichneten Draht zum Geheimdienst hat. Sonst könnten die Leute nicht mit einer solchen Präzision arbeiten. Aber wer kommt hier als Täter in Frage? Meiner Meinung nach nur jemand, der als Agent getarnt war. Eine andere Erklärung gibt's nicht. Wenn wir wenigstens irgendeinen Anhaltspunkt hätten, irgendeinen Hinweis, eine Spur, die uns weiterhelfen könnte, so wie es jetzt ist, tappen wir doch vollkommen im Dunkeln. Nicht so ganz, etwas haben wir schon. Das wäre? Bei dem Mädchen wurde diese Karte hier gefunden. Die Direktion des Hotel Plaza gibt sich die Ehre, Sie zur Eröffnung der Gemäldeausstellung einzuladen und so weiter und so weiter. Das ist nicht überwältigend. Nein, das muss aber noch eine andere Bedeutung haben. Sie hatte das nämlich gut versteckt, war nicht auf Anhieb zu finden. Dienstag um 21.10 Uhr auf dem Platz vor der Hauptpost direkt am Brunnen. Kennwort für das Taxi. Was kostet eine Fahrt zu Leo? Antwort: nichts. Wenn ich mir das überlege, kann sich dabei eigentlich nur um die Hauptpost in Madrid handeln. Ja, würde ich auch annehmen. Denn bevor sie Bergson interviewt hat, hat sie in Madrid gelebt. Sie soll ja erst vor 2 oder 3 Monaten hierher gekommen sein. So hängt das also zusammen. Das wird uns vermutlich ein gutes Stück weiterhelfen, habe ich zuerst gar nicht gedacht. Die Sache hat bloß einen Schönheitsfehler. Die Leute, die jetzt in Madrid warten, die Verbindungsleute, die erwarten natürlich keinen Mann, sondern eine Frau. Wie wollen Sie das darstellen? Na, Sie werden doch nicht von mir erwarten, dass ich als Charlie Stante auftrete. Was kostet eine Fahrt zu Leo? Nichts.
Wollen Sie zu Leo? Ja. Kommen Sie rein. Hierauf. Warten Sie hier. Wie lange wird denn die Wirkung anhalten? 6 Stunden bestimmt. Bis dahin haben wir ihn wieder in Beirut. Sie haben hoffentlich einen angenehmen Flug gehabt. Wo bin ich hier? In Beirut. Sie sind wieder von Ihrer Reise zurück. Ich war bedauerlicherweise gezwungen, Ihre Bewegungsfreiheit etwas einzuschränken, und zwar zu Ihrer eigenen Sicherheit. Sie werden gewiss Verständnis dafür haben. Nicht im Mindesten. Das würde Ihnen noch leid tun. Oh, Sie missverstehen mich ganz offensichtlich. Sie wissen nicht, worauf ich hinaus will. Ich glaube, das weiß ich ziemlich genau. Sie betrachten die Dinge aus Ihrer eigenen persönlichen Perspektive und sehen sie nicht im richtigen Verhältnis. Ich betrachte Sie von einer höheren Warte aus und habe einen weit besseren Überblick. Wenn Sie irgendeinen Wunsch haben... Ja, habe ich. Schnellstens weg von hier. Sehr begreiflich, lieber Freund, ich verstehe das. Aber üben Sie sich bitte noch ein bisschen in Geduld. Dann können Sie gehen, wohin Sie wollen, dann sind Sie wieder ein freier Mensch. Ja, ich möchte sogar sagen, nicht nur ein freier, sondern ein neuer, anderer Mensch. Diese Marke hier bevorzugen Sie doch wohl, nicht wahr? Ja, ich bewirte meine Gäste immer individuell. Sie meinen es wirklich zu gut mit mir. Wollen Sie mich beleidigen und mich mit Giftmischern auf eine Stufe stellen? Das würde ich Ihnen sehr übel nehmen. Sie sind ein Mann mit eiserner Nervenmacke. Außerdem haben Sie eine Eigenschaft, die ich bei keinem Menschen unterschätze. Und das ist Intelligenz. Sie hatten mich vom ersten Augenblick an den Verdacht, stimmt's? Dass Sie wahnsinnig sind, weiß ich aber erst jetzt. In allen großen Ideen der Menschheit steckt immer ein Quäntchen Wahnsinn. Das hat die Geschichte oft genug bewiesen. Und deshalb wollen Sie alles Gute, alles Positive, was geschaffen wird, zerstören? So sieht es aus, aber das ist nur die erste Phase meines Programms. Ich werde Ihnen auch sagen, wie es mir gelingen wird, dieses Programm tatsächlich zu verwirklichen. Ich habe eine Droge entdeckt, die den freien Willen des Menschen ausschaltet, ihn lähmt. Mithilfe dieser Droge könnte ich die absolute Diktatur aufrichten. Im Ernst, ich könnte damit praktisch die ganze Welt beherrschen. Ich könnte Hunderte, Tausende von Menschen durch diese Droge beeinflussen, könnte sie zu unbedingtem Gehorsam zwingen. Die Wirkung ist einmalig, sowas war noch nie da.
Das erste Stadium sind Halluzinationen, Traumbilder. Danach fällt der Mensch in eine Art Krampf. Seine Reaktionen werden mehr und mehr automatisch. Sein Wille ist gelähmt, sein Bewusstsein ausgeschaltet. Er ist restlos meinem Willen unterworfen. Dem Willen des großen Rashid. Rashid, der den Erdball beherrschen wird. In diesem Zustand hat der Mensch seine Persönlichkeit verloren. Er hat sogar vergessen, wer er ist. Er ist nur noch ein Instrument für mich, ein Werkzeug, verstehen Sie? Eine Maschine, die willenlos Befehle ausführt, wenn man nur auf den richtigen Knopf drückt. Und welche Rolle hat mir der große Rashid zugedacht? Ich glaube, diese Frage erübrigt sich wohl. Sie werden sich doch wohl selbst sagen, dass es für mein Unternehmen von unschätzbarem Wert ist, einen Mann vom Secret Service als Mitarbeiter zu haben. Deshalb habe ich Sie ja in meine Pläne eingeweiht. Innerhalb der nächsten Stunde wird unmerklich eine entscheidende Veränderung mit Ihnen vorgehen. Auch Sie werden dann nur noch wie ein Roboter für mich arbeiten. Na schön, jetzt weiß ich doch wenigstens, worum es geht. Aber bitte nicht so pieken, ich bin ein empfindliches Kerlchen. Ich freue mich, dass Sie so vernünftig sind. Hätte Ihnen übrigens sowieso nichts genützt, wenn Sie sich dagegen gesträubt hätten. Sie werden jetzt ein Gefühl der Leere empfinden oder auch ein gewisses Unbehagen. Das dauert eine halbe Stunde, manchmal auch länger. Aber dann werden Sie sich wieder normal fühlen und werden ein neuer Mensch sein, genau wie ich es Ihnen vorhin beschrieben habe. Wie fühlen Sie sich jetzt? Ausgezeichnet. Ich möchte nur gern ein bisschen frische Luft schnappen und mir die Beine vertreten, wenn es genehm ist. Selbstverständlich, deshalb bin ich ja hier. Wollen Sie bitte mitkommen? Sie sollen jetzt nichts weiter machen, als sich ausruhen. Ausruhen und entspannen. Sie werden sich sicher hier bei uns schnell einleben. Der Klippe, wie eine kleine grüne Insel anzusehen, ein Gärtchen, eingebettet zwischen den Felsen und geschützt vor den Stürmen des Meeres. Und nur ein schmaler Pfad führt hinauf, von Unkraut überwuchert und gesäumt von Dornenbüschen und Brombeerhängen. Und Efeu grünte und Rosen dufteten lieblich über ihrem Grab. Der verlassene Garten, stimmt's? Mhm. Passende Lektüre für diese Umgebung. Wie heißt du? Michael. Und du? Grace. Du bist neu hier, nicht wahr? Ja, und ich glaube, ich bin mit den Spielregeln hier noch nicht ganz vertraut. Aber vielleicht kannst du mir helfen. Was machst du hier? Tja, eigentlich gar nichts. Sie haben mir nur gesagt, dass ich zu allen, die hierher kommen, nett und freundlich sein soll. Sind denn schon viele hergekommen? Nein, du bist der Erste. Jedenfalls, solange ich hier bin. Hier kann man es anscheinend ganz gut aushalten. Sie sollen ihre Freiheit ruhig noch ein bisschen genießen. Gönn es doch den beiden. Er muss sowieso bald weg. Ich habe schon einen Auftrag für ihn. Bergson? Ja. Michael ist der Mann dafür. Er kann am unauffälligsten an ihn rankommen. Und ihn ausschalten. Mhm.
Ich kenne dich nicht. Ich bin ein Freund, ein wirklicher Freund. Aber wo sind wir? Wo sind wir hier? Du darfst jetzt keine Fragen stellen. Sag mir erst mal, wie du heißt und wie du hierher kommst. Wer ich bin? Ich heiße Grace. Grace Hogan. Ich bin Studentin. Ich habe am Clarke College studiert. Clarke College in London. Aber warum bin ich jetzt hier? Du musst mir das erklären. Jetzt ist keine Zeit dazu. Jetzt wirst du genau das tun, was ich sage, sonst ist es aus. Du musst jetzt ganz dicht zu mir rankommen und so tun, als ob du mich küsst. Und jetzt versuch dich zu erinnern. Da war ein Mann. Er hat auf mich gewartet. Er hat mich angesprochen, als ich aus dem College kam. Er hat mir eine Stellung angeboten. Ich würde gut verdienen, hat er gesagt. Ich bin dann auch mit ihm in sein Büro gegangen. Aber dann... Was weiter passiert ist, weiß ich nicht. Ich kann mich ja nichts mehr... Sie haben dir eine Spritze gegeben. Ein Mittel, mit dem man die Willenskraft abtötet und das Gedächtnis ausschaltet. Ich habe dir eben mein Gegengift injiziert. Du brauchst keine Angst zu haben, wir werden hier rauskommen. Aber du musst dich so benehmen, als ob du noch unter dem Einfluss der Droge stehst. Verstehst du? Natürlich, Michael, ich verstehe dich. Genau. Ich werde alles machen, was du sagst. Tut mir furchtbar leid, Michael, dass ich Sie hier in Ihrem stillen Glück stören muss. Rashid möchte Sie sprechen. Sie haben besonderes Glück, Michael. Sie brauchen nicht, wie die anderen, Wochen und Monate lang darauf zu warten, um unserer Sache dienen zu dürfen. Sie sind schon jetzt von unbedingtem Gehorsam erfüllt und für Ihre Aufgabe bestens gerüstet. Von diesem Moment an gibt es für Sie keine selbstständigen Entscheidungen mehr. Sie brauchen über Ihr Tun keine Rechenschaft abzulegen. Sie tragen für nichts die Verantwortung. Das heißt, Sie sind heute zum ersten Mal in Ihrem Leben ein freier Mensch. Roger? Du wirst deinen Weg zu Ende gehen, so wie er dir vorgeschrieben ist. Ja. Einmal den Versuch gemacht, sich mir zu widersetzen, aber am Ende hat doch der Gehorsam gesiegt, wie Sie sehen. Und jetzt hat er freudig seine Pflicht getan. Hören Sie mir gut zu, Michael. Ich habe Sie für eine große Aufgabe vorgesehen. Sie werden Bergson töten, wo auch immer er sich aufhalten mag. Wie, das ist Ihre Sache. Jedes Mittel ist recht. Haben wir uns verstanden? Ja. Sehr schön. Einen Moment noch. Dieser Mann steht nicht mehr unter der Wirkung der Droge. Sieh dir die Augen an. Festhalten, den Kerl! Oh. Alarm an die Posten! Unser Freund Mike, der Junge. Brock, genau im richtigen Augenblick. Ja, ja, Glück muss man haben. Ein raffiniertes Versteck, aber genützt hat es Ihnen doch nicht viel. Biedere, treue Brug. Hätte ich mir selbst sagen müssen. So viel Zufälle gibt's doch gar nicht. Wer hat damals die Zeitschrift vertauscht in Beirut? Wer hat Edward umgebracht? Und die Reporterin, wer war das? Aber freuen Sie sich nicht zu früh, Brug. Dafür bezahlen Sie noch. Thank you.
Diesmal können wir absolut sicher sein. Diesmal werden Sie Ihre Aufgabe bis zum Ende durchführen, nicht wahr? Ja. Sie werden unseren Feind Bergson töten. Und wenn das Unternehmen nicht gelingt, dann wissen Sie genau, was Sie zu tun haben. Die Erde, das ist Giancarlo und für Sie bestimmt. Für den Fall, dass irgendwas schiefläuft. Wir müssen jedes Risiko ausschalten unter allen Umständen. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Durchaus. Gut, dann gehen Sie jetzt. Ich warte auf Ihren Bericht. Vermittlung. Verbinden Sie mich mit der britischen Botschaft, aber schnell. Ich muss unseren Agenten in London anrufen. Er soll Michael überwachen. Ja, Sie haben richtig gehört. Die britische Botschaft. Aber schnell, es ist dringend. Da ist jemand drin, ist abgeriegelt. Brech die Tür auf. Ja, hallo? Nein! Nein! Lasst mich los! Damen und Herren, wir setzen zur Landung in London an. Bitte schnallen Sie Ihre Sicherheitsgurte fest und stellen Sie das Rauchen ab. Selbst richtig wehgetan, aber keine Angst, er kommt gleich wieder zu sich. Machen Sie schnell, bringen Sie ihn sofort runter zum Unfallwagen. So. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei Ihnen bedanken soll, Professor. Wunderbar, wie Sie mitgespielt haben. Dazu gehört schon eine ganz schöne Portion Mut. Aber durchaus nicht. Wenn hier jemand Mut bewiesen hat, dann waren Sie das doch. Muss nicht sehr angenehm sein, einem Freund über den Schädel zu schlagen. Danke. Ich möchte Sie gern auch weiterhin um Ihre Mithilfe bitten. Aber gern verfügen Sie über mich, nur wenn ich eine Bitte äußern dürfte.
wenn es möglich wäre, nicht so furchtbar abenteuerliche Sachen. Man ist ja keine 20 mehr und da macht das Herz manchmal nicht mehr so mit, verstehen Sie? Sie erwarten selbstverständlich eine Erklärung von mir. Und die werde ich Ihnen in Kürze auch geben. Hoffentlich kann ich mich so lange beherrschen, bin nämlich sehr neugierig. Ein bisschen Geduld müssen Sie schon haben. Und während der nächsten 2-3 Tage dürfen Sie auch nicht aus dem Haus gehen. Das Personal wird weggeschickt, Sie empfangen keinerlei Besuche. Meine Agenten werden sämtliche Anrufe für Sie entgegennehmen. Mit anderen Worten, Professor Bergson ist vollkommen von der Bildfläche verschwunden. Einverstanden. Ist doch mal was ganz anderes, man lernt wirklich nie aus dem Leben. Ja, so ist es. Wir haben auf diese Weise die beste Gewähr dafür, dass Ihnen nichts passieren kann. Und abgesehen davon, ich hoffe, dass wir bei dieser Gelegenheit die ganze Organisation hochnehmen können. Ich werde auf jeden Fall morgen früh wieder bei Ihnen vorsprechen und werde Ihnen dann weitere Informationen geben. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss gehen und mich um den armen Michael kümmern. Schlafen Sie gut, Professor. Grüßen Sie ihn von mir, ja? Und sagen Sie ihm, dass ich ihm nicht böse bin. Im Grunde hat er mir das Leben gerettet. Mache ich. Professor Bergson verschwunden. Mysteriöses Verschwinden von prominentem Wirtschaftsexperten. Wurde Bergson ermordet? Auf Ihre zukünftigen Aufgaben. Darauf, dass Sie sie mit ebenso viel Intelligenz und Erfolg durchführen wie Ihre erste Mission. So viel Lorbeeren habe ich nicht verdient. Der Fall Bergson hat keinerlei Schwierigkeiten gehabt. Kommen Sie mit. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, was Sie bestimmt außerordentlich interessieren wird. Haben Sie gesehen? Sie hat versucht, uns zu verraten. Wir haben sie in der Telefonzentrale überrascht. Sie wollte gerade mit London Verbindung aufnehmen. Wenn es ihr gelungen wäre, hätte das schwerwiegende Folgen gehabt. Insbesondere für Sie, denn Sie waren ja gerade drüben. Ja, Michael, Sie werden es nicht glauben, dieses Mädchen wollte Sie umbringen lassen. Ich nehme an, dass sie dafür entsprechend bezahlen wird. Und nicht nur das. Ich habe etwas ganz Besonderes mit ihr vor. Ich werde an ihr eine Erfindung ausprobieren, an der ich seit 15 Jahren arbeite. Der Strahl, den sie da sehen kann, wenn er in seiner ganzen Konzentration angewandt wird, jeden Körper in Bruchteilen von Sekunden verbrennen. In unserem Fall wird er ihre Gehirnzellen auf geradezu sensationelle Weise verändern. So wie ein Empfänger, der auf eine bestimmte Wellenlänge eingestellt ist, wird sie auf Impulse reagieren, die von meinem Gehirn ausgehen. Begreifen Sie, was das bedeutet? Nicht Hunderte, sondern Millionen in allen Teilen der Welt werde ich jetzt unter meinen Willen zwingen, ohne Droge, ohne Spritze. Alle werden sie mir blind gehorchen müssen. Dann ist das Ziel erreicht. Dann gibt es nur noch die absolute Diktatur, die totale Weltherrschaft. Endlich haben wir es geschafft. In spätestens 48 Stunden fällt der Startschuss für die Endphase unseres Experimentes. Aufmachen. Ich muss ins Labor. Befehl vom Chef. Ist mir aber nichts bekannt.
Jetzt dürfte es wohl soweit sein. Was? Ja, doch nicht raus. Können ebenso gut gleich aufgeben. Bleiben Sie hier und halten Sie mir den Rücken frei. Ich muss sehen, ob ich ihn drinnen finde. Tut mir leid, Michael, aber ich habe das Gefühl, dass hier einer von uns beiden zu viel ist. Und da ist es mir verständlicherweise angenehmer, wenn Sie derjenige sind, der das Feld räumt. Ist ja gut, Grace. Das Schlimmste haben wir überstanden. Craig, haben Sie Rashid gefunden? Noch nicht. Aber jetzt, wo wir Sie wieder haben, wird das nicht schwerfallen. Übrigens, vielen Dank für Ihren Anruf. Der war doch von Ihnen, nehme ich an. Mhm. Mhm. Tüchtiges Mädchen. Hier spricht die Polizei. Kommt raus und ergebt euch. Jeder Widerstand ist zwecklos. Ihr habt nur eine Chance, lebend hier herauszukommen. Werft eure Waffen weg. Wir haben das Haus umstellt. Eure Lage ist aussichtslos. Ergebt euch! Auf, dass euch keiner durch die Latten geht. Kämmt alles durch. Ihr kommt mit mir mit. Wie sieht's aus? Eins steht mit Sicherheit fest. Im Haus ist niemand mehr. Sind die Flugplätze und die Grenzübergänge informiert? Selbstverständlich, er würde nirgends durchkommen. Mhm. Wir würden jetzt gerne ins Hotel gehen, wenn es recht ist. Aber bitte, mein Wagen wird Sie hinbringen. Vielen Dank.
zwar eilig, aber so eilig auch wieder nicht. Dann fahren Sie doch. Rashid. Na los, kommen Sie nach vorn. Was versprechen Sie sich eigentlich davon? Für Sie ist das Rennen doch längst gelaufen. Absolut nicht. Ganz im Gegenteil, da ist noch alles drin. Mit einem Geheimagenten im Auto, was kann mir da schon passieren? Sie glauben doch wohl nicht, dass Sie über die Grenze kommen. Das ist ja auch niemals meine Absicht gewesen. Ich habe hier oben in den Bergen eine kleine Sportmaschine stehen, da fahren wir jetzt hin. Ich muss Sie ernsthaft warnen, eine falsche Bewegung von Ihnen und Grace steigt nicht lebend aus. Achtung, Wagen Nummer 7, bitte melden. Bitte geben Sie Position an. Wagen Nummer 7, bitte melden. Craig! Was war denn los, um Himmels Willen? Das ist alles, was noch übrig ist von Rashid. Das war die Idee, dass Sie das Radio eingeschaltet haben. Na, und Fuhrs Leute haben auch sofort geschaltet. Prächtig gespurt, eine reine Freude. Er ist aber gut ohne uns fertig geworden, das müssen Sie zugeben. Na sicher, das ist Michael. Der wird immer allein fertig, unser bestes Pferd im Stall. Ach, bevor ich es vergesse, da kam vorhin ein Anruf aus London vom Chef. Er ist wieder mal zufrieden mit Ihnen. Im Übrigen sollen Sie sofort zurückkommen, Sie werden gebraucht. Ich weiß zwar nicht, worum es sich im Einzelnen handelt, aber eine kleine Reise über einen kurzen Weg hängt auf alle Fälle mit dran. Hongkong. Hongkong? Ja, Sie können sich nicht beklagen, dass Sie nicht in der Welt rumkommen. Kennst du vielleicht irgendwo in der Nähe ein nettes, ruhiges Plätzchen, wo es kein Telefon gibt? Ja, ein Häuschen oben in den Bergen.
Es liegt mitten im Wald, an einem herrlichen See. Es wäre wunderbar, wenn wir dahin könnten, Michael, ja? Na also, worauf warten wir da noch? Tja, man kommt eben ziemlich schwer hin, weißt du? Es ist nämlich wirklich sehr abgelegen. Na dann, ab die Post. Ich mach da schon alles. Das wird ja der Chef einsehen, dass jeder mal ein paar Tage Urlaub machen muss. Und wir Zweier-Kollege, wir fahren per Anhalter, damit wir hier wegkommen.